Hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks und herzlich willkommen zu diesem neuen Flohmarkt-Video. Ja, ich war auf meinem absoluten Lieblingströdelmarkt, auf dem P1 in Düsseldorf-Stockholm und ja, erstmal, bevor ich euch zeige, was ich gefunden habe, mal ein bisschen Impressionen. Viel Spaß! Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal so ein bisschen wirklich diese Größe von diesem Trödelmarkt einfangen. Ja, diese ganzen verschiedenen Gänge, die es da gibt, die gehen wirklich kilometerweit. Ja. Auf jeden Fall war es der erste Trödelmarkt seit, wann war das, letztes Jahr, Oktober oder so? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall endlich mal wieder in voller Größe, in voller Pracht. Ja. Und mein Rucksack ist voll. Ja, ich fange einfach mal mit dem ersten Fund an. Ja, ich habe den Flohmarkt noch nicht ganz betreten. Da war schon diese berühmt-berüchtigten Haushaltsauflösungen. Und da habe ich von Weitem eine VHS gesehen, die mir direkt ins Auge gesprungen ist. Dann habe ich noch ein bisschen mehr da gewühlt und es waren wirklich sehr, sehr gute VHS-Kassetten da. Normalerweise wollte ich mir gar keine mehr ranholen, weil ich bin wirklich, ich bin, wie sagt man, Unterkante, Oberhutschnur, ne, keine Ahnung. Ich bin voll, das wollte ich nur damit sagen, ja. Nichtsdestotrotz konnte ich sie nicht liegen lassen und zwar einmal Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja. Und dann auch Star Wars, aber es steht der deutsche Titel drauf. Ja, und das finde ich mal richtig geil. Wie gesagt, ich komme jetzt, bin gerade nach Hause gekommen, ich muss das alles noch ein bisschen sauber machen. Und zwar Krieg der Sterne. Ja, wer sagt das eigentlich noch heutzutage? auch richtig cool, ja, mit so einem roten Effekt hier, mit so einem roten Glanzeffekt. Hammergeil, hammergeil. Ja, wäre natürlich geil, wenn ich jetzt noch eine Kassette gefunden hätte von den alten Teilen, aber war leider nicht. Aber dafür habe ich was anderes Geiles gefunden und das ist das, was mir schon von Weitem in mein Auge gebrannt hat, ja, diese gelbe Schrift und bäm, ist das nicht geil?
Wie gesagt, ich bin da leider noch nicht so bewandt. Wird wahrscheinlich nicht so der beste Teil der Reihe sein, aber einfach nur so, um das in der Sammlung zu haben als Dekostück, ist das schon für mich auf jeden Fall ziemlich geil, ja. Return of Godzilla. Mega gut. So. Dann kommen wir mal zu den anderen Sachen. Ja, das nicht, das nicht. Das auch nicht. Ach, genau. Dann kommt noch eine VHS von einem Mediabook, was ich euch mal geunboxt habe. Ich muss das einfach mitnehmen. Ich finde es einfach nur mega, mega geil. Und ich bin. Und das ist auch ein Sciotti-Artwork tatsächlich, ja. Richtig gut. Hier unter der Pflanze könnt ihr das sehen. Da ist es beschrieben. Richtig, richtig gut. Frei ab 16. Ich denke mal, hier steht Original Kinofassung. Das wird, denke ich mal, ungekürzt sein. Ja, aber wie gesagt, das ist ein ja, Dekostück. Ich hatte jetzt nicht ganz diese Version. Ich hatte, bei mir war einfach nur die VHS in so einem Pappschuber. Ja, die konnte so komplett drüber stülpen. Aber ich hab's jetzt so und das reicht mir auch erstmal. Auf jeden Fall richtig geil. So. Und dann, genau, haben wir noch ein bisschen Haushaltsauflösung. Genau. Wie gesagt, es ist nicht viel heute, aber trotzdem. Jede Menge Blu-rays. Richtig krass und alles richtig schön sortiert sogar, ja. Da sind ja welche, die schmeißen, was weiß ich, dann nicht alles in diese Bananenkartons, aber der war richtig gut sortiert und die Hüllen sind auch total gut in Schuss. Da habe ich hier einmal mitgenommen, Oculus. Das war, wie hieß der Regisseur nochmal? Mike Flanagan, ja. Ich habe schon wieder vergessen, was der gemacht hat. Auf jeden Fall total interessant. Hier ist auch der Original-Kurzfilm Oculus Chapter 3 drauf. Und der hat mir auch auf jeden Fall von den neuen Gruselern, sage ich jetzt mal, auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann einfach. Hier steht vom Regisseur von Cube und Splice. Das ist eigentlich das, was mich so gecatcht hat. Abigail Breslin macht hier noch mit. Wer ist das? Haunter? Soll das ein R sein? Ja, Haunter jenseits des Todes. Kann ich gar nichts zu sagen. Ist von Koch Media. Entweder das ist was oder nicht. Ja, keine Ahnung. Bin ich mal gespannt. Und dann, das hier soll, glaube ich, ja, so eine Art. Ah, Campus Invasion. Egal, Home Invasion, Campus Invasion, scheißegal. Auf jeden Fall, ja, Christy, lauf um dein Leben. Töte Christy, dann tötest du Gott. keine Ahnung, habe ich von anderen auch nur Gutes gehört tatsächlich. Und ja, ich finde die Hülle hier sehr interessant. Seht ihr das? Das ist so irgendwie so schwarz durchsichtig. Ah, nicht schlecht. Ja, und als allerletztes sogar noch in dem Pappschuber. José Coronado, Hugo Silva, Belén Rueda und Auro Garrido. The Body. Ja, auf jeden Fall auch hier mit Ermittlungen, Inspektor und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall was Spanisches. Ne? Und da wissen wir ja auch, die haben es auch mal ab und zu drauf. Ja, das war meine Ausbeute. Na? Es ist nicht viel gewesen, aber leider auch keine Hörspiele gefunden. War leider nur sehr, sehr wenig da und das, was da war, Bibi und Tina, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Hani und Nani, fünf Freunde, blablabla. Ja,
Leider, leider nicht, aber das ist, denke ich mal, auch ganz okay gewesen. Ich war auf jeden Fall über 3 Stunden da und für meine Verhältnisse hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, wie gesagt, das war schon an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das kleine Mini-Update gefallen. Ich halte es nochmal ganz kurz rein. Dann könnt ihr mir vielleicht was dazu sagen, ob ihr die Filme kennt, teilweise, ob ihr das selber in der Sammlung habt. Und ja, wie gesagt, das soll es das wird kalt. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Tschüss, macht's gut, euer Moviepicker. Ciao. Heh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